Herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde, einer neuen Ausgabe von unserem HS Immo Talk, unser Video- und Audioformat, wo wir ja regelmäßig mit Experten und Fachleuten sprechen, die rund um unser Thema Immobilie irgendwie was zu sagen haben und irgendwie auch Berührungspunkte haben mit Themen, die ganz viele Leute interessieren. Vor dem Hintergrund habe ich heute einen ganz, ganz interessanten Gast eingeladen. Wir als Immobilien-Sachverständigenbüro, das natürlich einen Regionalfaktor hat und immer einen Regionalbezug auch hat, haben natürlich großes Interesse, auch einen Experten zum Thema Region und zum Thema regionale Wichtigkeit auch mal zu hören. Und vor dem Hintergrund begrüße ich heute den Herrn Zegalla. Ich gebe das Zepter einfach mal rüber. Ich glaube, wenn Sie sich vielleicht selbst kurz vorstellen, können wir alle Rahmenbedingungen und alle Informationen so geben, die wir denn so brauchen, um auch dem Zuhörer da ein Bild zu geben, Herr Zegalla. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute mich zu dem Thema äußern kann, was uns alle bewegt, und zwar die Immobilienentwicklung hier am Geißeltalsee. Also mir ist der Geißeltalsee bekannt. Ich bin hier im Krumpa bei Bronsbetra direkt am Geißeltalsee aufgewachsen, bin in Lücheln, was hier unweit von Krumpa ist, zur Schule gegangen. Und ich kenne den Geißeltalsee noch als schwarzes Loch. Ja, und jetzt haben wir hier einen großen blauen Flecken, ne? Und das ist natürlich auch das, was wir hier entwickeln wollen, wo wir die Potenziale erkennen. Und da, ich kann es vielleicht mal eingehend sagen, ich bin hier Ortsbürgermeister in Krumpa und Vorsitzender des Stadtrates in Bronsbetra. Und uns natürlich die Entwicklung hier der Geißler-Region ganz groß ans Herz gewachsen. Und das ist das, wo, denke ich mal, wir heute auch hier im Gespräch verschiedene Aspekte beleuchten werden. Warum ist das so? Wie geht's weiter? Und ja, da würde ich einfach mal das Wort wieder an Sie übergeben. Und dann starten wir in den Talk. Genau so ist es. Das ist das, was ich von Ihnen hören würde, Herr Zegalla. Genau, Sie haben es schon geschildert. Warum sind Sie der Experte, den wir für eine gewisse Region auch dann einfach mal fragen? Einfach, weil Sie schon in Ihrer eigenen privaten und persönlichen Biografie natürlich auch mit der Region, in der Sie heutzutage auch beruflich viel Herzblut investieren, einfach verbunden sind. Und genau vor dem Hintergrund ist es halt interessant, mal so ganz spezifisch über eine Region zu reden. Mir selbst geht es ja mit dem Geißeltal, diese Region, über die wir da gerade sprechen, ganz ähnlich. Ich habe meine Kindheit dort verbracht. Vor dem Hintergrund ist das echt super, dass wir uns das mal so raussuchen konnten. Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, um die Verbindung zwischen Ihren und unseren Themen vielleicht auch für unsere Zuschauer und Zuhörer so ein bisschen greifbar zu machen, müssen wir vielleicht auch mal einen Blick in die Historie des Geißeltalsees und der Geißeltalregion einfach werfen. Denn ich glaube, da wird ganz deutlich, welche Erfahrungen Sie dort haben oder welche Erinnerungen, vielleicht ist das ein besseres Wort, Sie da so an die Vergangenheit haben. Ganz genau. Weil das deckt sich dann auch mit dem, was ich so in der Immobilienwirtschaft dazu erlebe, weil da sind natürlich die Entwicklungen analog. Vor dem Hintergrund, wie haben Sie denn das Geißeltal von vor 15, 20 Jahren vielleicht so in Erinnerung und im Blick? Ganz genau. Also vor 25 Jahren, um das mal auch mal anzusprechen, sind die Leute ja förmlich geflüchtet aus dem Geißeltal. Ja, also wir hatten hier eine relativ hohe Arbeitslosigkeit und auch das Umfeld war in vielerlei Hinsicht nicht so, wie es heute ist. Ne? Also, aber das hat sich ja komplett um 180 Grad gedreht. Das ist einfach auch mal festzuhalten. Ja? Wir haben hier im Umfeld, wir haben die Nähe zu Leipzig, Sie sind in wenigen Autominuten an der A38, in wenigen Minuten dann bei den großen Arbeitgebern der Region, sei es Porsche, sei es BMW. Wir haben die Leunawerke direkt vor der Haustür. Wir haben Richtung Weißenfels die Firma Schüco, die wirklich gute Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Und das sind alles Bereiche, wo wirklich Menschen auch gutes Geld verdienen. Das ist ja auch richtig. Ja. Und dann kommt ein Faktor hinzu, den dürfen wir nicht vergessen. Das ist unser Geißeltalsee, der natürlich auch die Menschen anzieht. Wir haben hier einen Naherholungsfaktor. Ja, also wer hier wohnt, wer hier sein Häuschen hinsetzt, hat direkte Nähe, ist in wenigen Minuten am Geißeltalsee und die Radwege sind da, es kann an vereinzelten Stellen gebadet werden und das ist das, was auch die Region ausmacht. Und ich habe das auch im Freundeskreis erlebt, dass die Menschen sagen, okay, gut, ich musste aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitsplätze in der Region nach der Wende bis
Richtung 2000 nicht so rar gesät sind, mir erst eine Arbeitsstelle im Westen suchen. Aber viele kommen hier zurück, die sind ja familiär gebunden, die haben ihre Eltern, Großeltern hier. Und das merke ich ganz stark, dass ein Zuzug in das Geiseltal in den letzten, ich sage mal, 10 Jahren geschehen ist, der sondersgleichen ist. Das kann ich absolut bestätigen, auch aus meinem Tagesgeschäft. Dazu können wir vielleicht nachher noch so ein bisschen kommen. Aber diese Zuzugquote wieder zurück ins Geiseltal, also gerade die Zurückkommer, ne, das ist eine Riesenanzahl, das ist eine Riesenquote, das kann ich nur bestätigen. Vielleicht nochmal so ein bisschen für diejenigen, die mit dem Geiseltalsee und mit dem schwarzen Loch, wie Sie das genannt haben, gar nicht so richtig was anfangen können. Was war denn da vor 25, 30 Jahren, 20 Jahren, was war denn da am Geiseltal? Scheint ja eine komplett andere Region damals gewesen zu sein, als es heute ist. Ganz genau. Wir hatten ja am Geiseltal hier zwei wesentliche Industrien. Das eine war die Kohleindustrie, das heißt, der Geiseltal war das große schwarze Loch, da wurde Braunkohle rausgebaggert und damit wurde Energie erzeugt. Die zweite wesentliche Industrie hier am Geiseltalsee in Krumper angesiedelt, das Mineralölwerk Lützendorf. Ja, im Prinzip ein Produzent von Schmierstoffen. Ja, die Braunkohle Abbau wurde eingestellt Anfang der 90er Jahre. Im gleichen Zuge wurde das Mineralölwerk Lützendorf stillgelegt. Klingt alles nicht so nach Nacherholung, ne? Nee, genau. Arbeitsplätze gingen verloren. Es sah an vielen Stellen nicht ganz so toll aus. Es musste viel investiert werden. Es musste das Mineralölwerk abgerissen werden. Die Flächen mussten saniert werden. Natürlich auch das Tagebau-Restloch musste renaturiert werden. Da wurden 600 Millionen Euro investiert, 600 Millionen Euro in die Region, ja, um hier wieder was zu schaffen, um halt auch den Wechsel hinzubekommen. Ja. Und wir sehen uns jetzt als Region hier am Geiseltalsee, da gehört natürlich die Goethestadt Bad Lauchstädt dazu, da gehört die Stadt Mücheln, die Geiseltalstadt Braunsbetra und auch ganz klar die Dom- und Hochschulstadt Merseburg dazu. Wir sehen den Geiseltalsee als Naherholungsfaktor und auch als Raum, wo es sich leben lässt, wo es sich schön leben lässt, aber immer mit der Nähe einmal zu Halle und natürlich auch zu der Großstadt Leipzig mit der Stadt Leuna dazwischen als großer Arbeitgeber der Chemieindustrie. Ja, also so vielleicht auch mal die räumliche, historische Einordnung zu haben der ganzen Region. Und Sie hatten es eingangs gesagt, hier passiert so einiges und hier wird sich vor allem perspektivisch noch viel entwickeln, weil wir dürfen eins nicht vergessen, was die Entwicklung des Geiselsees betrifft, befinden wir uns erst am Anfang. Die Marina Mücheln wurde zwar schon vor knapp 10 Jahren fertiggestellt, die Marina Braunsbetra etwas später, aber die eigentliche Entwicklung und auch mit den tourismusnahen Gewerben, die hier folgen, die beginnt jetzt erst. Das heißt, dieses Upside-Potential, was die Region hat, das ist noch nicht ausgeschöpft. Also hier wird noch sehr viel passieren, ist auch schon sehr viel passiert, aber insbesondere, denke ich mal, für Sie als Immobilienanbieter, spannendes Umfeld hier, keine Frage. Absolut. Man merkt auch tatsächlich in der Region, dass die Akzeptanz und das Bewusstsein für den Geiseltalsee und für diese touristische Nutzung ringsherum, dass die auch deutlich zunimmt, ne? Spüren wir manchmal noch, wenn wir uns auch mit etwas älteren Semestern manchmal dort vor Ort an diesem Tagebau-Restloch, die also noch diese ganzen kleinen Dörfchen kennen, die dann mal im Zuge des Braunkohleabbaus dort auch weggebaggert wurden, die dort auch teilweise selbst gearbeitet haben in diesen Braunkohlewerken und dort Züge gefahren sind, also was man da so für Geschichten, also wirklich wie aus einer anderen Welt, manchmal so Geschichten von diesen älteren Generationen so hört, ist schon beeindruckend und das zeigt aber, wie auch in relativ kurzer Zeit, ja, weil, wie gesagt, über diese 20 bis 30 Jahre, über die wir da gerade reden, so ein kompletter Sektorwandel auch passieren kann. Ja. Sie haben es angesprochen, die Nähe zu den Großstädten Halle und Leipzig und mit dem daran verbundenen Autobahnnetz und mit der Anknüpfung an Leuna und an die Hochschulstadt Merseburg, das war halt früher tatsächlich wichtig, weil das Geiseltal Energie und Schmierstoffe dafür geliefert hat, für genau diese Regionen und diese großen Städte. Und heutzutage ist es eben so, dass man es geschafft hat, tatsächlich auch innerhalb von Halle und innerhalb von Leipzig auch eine Akzeptanz für den Geiseltalsee zu schaffen, sodass auch Leute, die auf Immobiliensuche sind, das sind ja die, mit denen wir so tagtäglich Kontakt haben,
auch diesen Geiseltal sehen und die komplette Region auch so ein bisschen als Zufluchtsort wählen, um quasi die Erholung abseits der Arbeitsstätte auch dort so ein bisschen ihren Lebensmittelpunkt einfach dort absolut in einer guten, absolut entspannten Atmosphäre halt auch zu haben. Ich sag's immer wieder, wohnen am Geiseltalsee, arbeiten in Halle oder Leipzig. Ja, genau. Und da ist natürlich die ehemals industriell interessante Infrastruktur ist natürlich jetzt wiederum dafür prädestiniert, auch schnell zu den Arbeitgebern zu gelangen. Ne? Also das stellen wir tatsächlich immer wieder fest. Gibt es denn so aktuell, Sie haben so ein bisschen den Steilpass gegeben, gibt es denn aktuell so Projekte, die vielleicht jetzt aktuell noch in der Umsetzung sind oder gibt es so direkte Themen, die am Geiseltal passieren, weil es passiert ja irgendwie fortlaufend was. Ne? Permanent geht es darum, dass eine Weiterstrukturierung von Radwegen und eine Ansiedlung von Gewerbe dort auch stattfindet. Gibt es so richtig heiße Projekte aktuell? Absolut, absolut. Wenn wir jetzt gerade Richtung Brons-Petra schauen, passiert aktuell im Hafen Brons-Petra sehr viel. Also wir haben einen Gastronomen, der Marco Thiel, der sich da niedergelassen hat, der jetzt wirklich eine tolle Strandbar aufgebaut hat. Wir haben nebenan dann auch einen gewerbetreibenden, größerer Anbieter für Fahrräder, der dort auch Gewerbe ansiedelt, was den Fahrradverleih angeht. Also es sind viele Sachen hier am Werden. Und das ist das, was es ausmacht. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben ja auch die Nähe zu Merseburg. Und Merseburg ist natürlich für die Region auch wichtig, weil die Merseburger, die sehen ja den Geiseltalsee als Naherholungsfaktor. Die kommen ja gerne her, die fahren mit dem Fahrrad von Merseburg nach Brons-Petra. Und das ist das, wo wir in der Infrastruktur auch was weiter ausbauen müssen. Also es braucht auch einfach Fahrradschnellweg zwischen Merseburg und dem Geiseltalsee. Ja, und das ist ja auch das, was, ich denke mal, für die Politik wichtig ist, dass wir die touristischen Highlights nicht nur den Geiseltalsee, sondern auch in den anderen Städten miteinander vernetzen. Und ich denke mal, es ist kein Geheimnis, dass das E-Biking in den letzten Jahren auch aufgrund der Corona-Situation so stark zugenommen hat, dass die Leute sich einfach auf ein E-Bike setzen, die können 20, 25 Kilometer ohne Probleme fahren, ohne Probleme. Was es aber braucht, ist auch hier die gut ausgebauten Radwege und die Ladeinfrastruktur. Und das ist das, was ich noch so sehe, was hier in der Region weiter passieren muss, dass wir hier auch dafür die Möglichkeiten schaffen, dass, wenn Touristen hierher kommen, auch ihr E-Bike aufladen können. Schöner Gedanke, weil das würde natürlich tatsächlich diese historischen und kulturellen interessanten Ortschaften, die ja wiederum um diesen Geiseltalsee auch ringsrum sind, ne? Also auch Merseburg, was direkt der Geiseltalsee ja letzten Endes direkt vor der Haustür von Merseburg. Eine wunderschöne Stadt, ja. Wunderschöne Stadt, tolle Historie, tolle Gebäude, wenn man sich mit der Innenstadt von Merseburg mal beschäftigt und die komplette Straße der Romanik bis hin zum Saale-Unstrut-Gebiet, wo letzten Endes, was ja irgendwie auch schon geschafft hat, diesen Ruf als Tourismusregion auch tatsächlich schon zu etablieren. Wenn man überlegt, was das eigentlich für eine attraktive Region ist, in der wir uns da so aufhalten dürfen, das ist schon ganz klar. Ist schon toll. So ein bisschen den Schwenk zum Immobilienthema, ohne das vielleicht auszuufern, aber ich habe vorhin so ein bisschen angesprochen, dass wenn wir mit oftmals Immobilieneigentümern, die schon in einem älteren Semester sind und uns irgendwie buchen oder das Gespräch mit uns suchen, um generell über das Thema Immobilie, wie geht es mit der eigenen Immobilie weiter, die immer noch so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit der Geiseltalregion haben. Da sind meistens die Erwartungen, und das ist selten im Immobiliengeschäft, die sind viel gedämpfter, als sie tatsächlich sein müssten. Wir erleben nämlich immer wieder, dass auch tatsächlich mittlerweile am Geiseltalsee haben wir ein Haus. Ich habe es Ihnen im Vorgespräch mal gesagt, sobald wir ein Haus in Mücheln oder in Brons-Petra haben, da weiß ich, die Leute rennen uns die Bude ein, weil das so attraktiv ist, weil das einfach für viele Leute in der Region ein Must-Have ist und auch was das eigene Selbstvertrauen, also man kann auch ein bisschen angeben mit einem Einfamilienhaus im Geiseltalsee. Ganz klar. Ja, ganz klar. Also nicht im Geiseltalsee, am Geiseltalsee. Ja. Das ist echt ein Thema geworden und das ist auch echt ein Nachfragefaktor geworden, tatsächlich. Ja, und das ist ja auch, ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, in der Mitteldeutschen Zeitung war ein ganz interessanter Artikel. Ja, da hat die Sparkasse einfach mal beleuchtet, wie hat sich das jetzt eigentlich, die Finanzierung von Eigenheimen, wie hat sich das entwickelt? Und die Sparkasse hat gesagt, dass auch während der Corona-Zeit, ja, die Nachfrage nach Krediten weiter nach oben ging. Ja, und das liegt einfach daran, dass viele Menschen, die im Homeoffice haben,
arbeiten mussten, ja, aufgrund der Situation, gemerkt haben, dass es in der Wohnung schwieriger darzustellen ist als im Eigenheim. Also diese Kaufentscheidung aufgrund der Situation, Homeoffice, ja, und auch die Möglichkeit, seinen Arbeitsalltag auch über Corona hinaus ins Homeoffice zu verlegen, hat natürlich dazu geführt, dass auch hier der Boom, was die Nachfrage angeht, nach attraktiven Wohnimmobilien ungebrochen ist. Ja. Und das merke ich auch einfach hier ganz klar im Krumper. Also wenn ich mir das anschaue, ich kann die Immobilien zählen, die leer stehen. Und die sind nicht leer aufgrund, dass da sich kein Käufer findet. Die sind meistens auf dem Grund leer, dass da noch, dass eine Erbengemeinschaft dahinter steht, dass da noch so ein paar Auseinandersetzungen sind, die umgekehrt sind. Aber ansonsten ist es ein Wahnsinn, was hier los ist. Und nicht nur die Wohnimmobilie an sich, die nachgefragt wird, sondern auch Grundstücke. Ja, und das ist das, was uns natürlich auch als Kommunen rumtreibt. Und das ist das, was wir auch schaffen wollen, das Angebot an Grundstücken, damit Häuser und auch Wohnungen, ist ja auch kein Problem, ne, gebaut werden können. Ja, und da sind wir auch so weit gut aufgestellt, dass wir sagen, okay, gut, wir stellen Grundstücke nicht nur Lückenbebauungen zur Verfügung, sondern auch wir schauen auch auf größere zusammenhängende Flächen, wo dann sicherlich über einen Projektträger das entwickelt werden kann. Also das sind so die Ideen, die uns umtreiben, um natürlich auch, wir wissen alle, den demografischen Wandel, das betrifft jede Region in Ostdeutschland, dem wollen wir ja begegnen. Ja. Und in Krumper ist es ja nicht so, dass die Einwohnerzahl nach unten geht, die stagniert. Und wir beobachten hier den Fakt, dass die Haushalte leicht steigen, also die Häuser mehr werden, aber nicht wie vor 20 Jahren pro Haushalt Mutter, Vater, Kind lebt, sondern Freund, Freundin und im Idealfall kommt dann noch ein Kind dazu. Ja, also wir sind ungefähr hier im Krumper bei 2,5 Einwohner pro Haushalt. Mhm. Ja, was natürlich vor 20, 25 Jahren anders war, da waren das 3. Und bei 400 Haushalten, die wir haben, hatten wir früher 1200 Einwohner und jetzt bei 400, 410 Haushalten sind wir knapp um die 1000, also 1050 Einwohner. Ne? Also die Haushalte, ist alles voll, aber die Menschen, die dort leben, die sind weniger geworden. Und das ist das, was wir schaffen wollen, womit wir diesem Effekt begegnen, dass wir sagen, wir stellen Grundstücke zur Verfügung, die entwickelt werden können, beziehungsweise die Lückenbebauung dann auch durch Häuslebauer belegt werden können. Super interessant, ne? Weil die Rechnung ist ja, also diese exponentielle Rechnung oder diesen Gedankengang dazu, den hat man eigentlich relativ schnell, ne? Wenn man sich da so ein bisschen reindenkt in das ganze Thema. Eine stagnierende Einwohnerzahl, was übrigens für eine Ortschaft in der Größe in Ostdeutschland ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, muss man ja mal sagen. Mit der Veränderung des Lebensstils und mit der Veränderung der Lebensqualität, die ein jeder heute so genießt, ist es eben, wie Sie es gerade beschreiben, ne? Das ist eine Exponentialrechnung, das geht ruckzuck nach oben, wie auf einmal viel mehr Dächer für die gleiche Anzahl von Menschen benötigt wird. Absolut. Und damit sind wir immer in dem Spannungsfeld, was tagtäglich auch bei uns so aufläuft. Ne? Angebot und Nachfrage regeln immer diese Preissituation. Das ist bei allen Sachen so. Wir leben alle, sind alle so aufgewachsen in marktwirtschaftlichen Situationen und Rahmenbedingungen. Und in dem Moment, wo halt eine begrenzte Nachfrage oder begrenztes Angebot da ist, wir aber die gleiche Anzahl an Nachfrage haben, plus, dass wir, wie wir uns ja eingangs unterhalten haben, so gute Rahmenbedingungen um den Geiseltalsee ringsrum haben, wie kurze Wege zur Arbeit und auch gute Arbeitgeber wiederum, die auch gute Gehälter wieder letzten Endes auch bezahlen, bedeutet das, dass unter einer größeren Menschenmasse, die sich auch mit dem Thema, kaufe ich mir eine Immobilie, kann ich mir und will ich mir eine Immobilie leisten und möchte ich das natürlich auch am so attraktiv werdenden und die Preise werden auch am Geiseltalsee nicht in nennenswerter Zeit nach unten gehen. Auf jeden Fall. Ja, möchte ich mir da jetzt mit dem Thema Immobilie kaufen beschäftigen, das sorgt natürlich für einen erheblichen Nachfragedruck. Das ist für den einzelnen Immobilienprivaten Verkäufer ganz gut, wenn der einen gut organisierten Verkauf seiner Immobilie hat, kriegt er dann einen guten, wahrscheinlich unerwartet guten Preis raus. Alles schön. Das Spannungsfeld ist aber natürlich auch die Gegenseite, die ja medial auch oft beleuchtet wird, dass ein Kaufinteressent wiederum
natürlich immer aktuell in einer Konkurrenzsituation steht und ich sag mal, fast egal, wie gut man verdient und fast egal, wie jung man noch ist und wie schnell man den Gedanken, eine Immobilie zu kaufen, auch so fast das Spannungsfeld als sich natürlich etwas lösen würde, umso mehr Wohnraum auch geschaffen wird. Ne? Ganz klar. Wohnraum aller Art übrigens. Also ganz klar, ganz klar. Das ist ja das, was wir auch beobachten. Es ist ja nicht nur, dass Menschen jetzt zwangsläufig nach einem Eigenheim suchen. Was ja bei uns in der Region fehlt, sind ja auch höherwertiger Wohnraum im Bereich von Wohnungen. Das fehlt ja komplett. Ja, und das ist das, wo auch die Gesellschaft der Stadt von Spetra dann sicherlich auch sich orientieren muss, um zu schauen, dass da Angebote geschaffen werden. Ja, das ist ganz entscheidend. Nicht jeder möchte in ein Haus ziehen. Viele sagen sich, ich bleibe in einer Wohnung. Ich möchte aber, da beide verdienen, da das Einkommen da ist, aufgrund auch der wirtschaftlichen Situation, wenn wir jetzt einfach mal Corona ausklammern, ja, dann halt auch schöner in einer Wohnung wohnen. Ja. Definitiv. Das ist echt ein Thema, was in der Region wiederum auffällig ist. Muss ich bestätigen. Nicht jeder, der gutes Geld verdient und der einen guten Lebensstandard will, möchte sich auch ja, den Aufwand einer Immobilie immer ans Bein binden. Ja, es hängt ja dann doch ein bisschen was anderes dran als, und wenn es die Eigentumswohnung ist, meinetwegen. Also ich meine, ganz es gibt klar. Ja wohntechnisch unendliche Varianten. Aber genauso ist es. Guter, vielleicht sogar teurer Wohnraum zur Miete oder in Teilungserklärungen geregelt, gibt es tatsächlich relativ selten. Das ist so. Ja. Genau, ich bin der Meinung, wir haben einen guten Blick übers Geiseltal gegeben. Ich weiß nicht, Herr Zikala, gibt es noch was Ihnen auf dem Herzen brennt, was Sie auch für die Region vielleicht noch mal so sagen möchten? Ich glaube, das kann man an der Stelle sagen, irgendwie sind demnächst mal so Wahlen. dafür das kann durchaus vorkommen, ne? Ja, genau. Soll auch bitte so sein. Ja. Dafür drücke ich Ihnen die Daumen. Ich glaube, jeder merkt, dass man dann auch was erreichen kann, wenn man für eine Region brennt und für Themen brennt und da auch Lust drauf hat. Und ob es der Gewerbetreibende ist, der irgendwie sein Gewerbe und seine Ideen irgendwie unter die Leute bringt und sie natürlich mit vielen infrastrukturellen Projekten auch zu tun haben. Ganz genau, also das ist ja auch, weil Sie hatten es gesagt, ich brenne absolut hier für die Region hier am Geiseltalsee und das ist ja auch unser Anliegen hier, ne? Dass wir das ja so weit voranbringen, weil mein Haus ist hier in Krumpa, also ich gehe nirgends anders hin, ich möchte hier schön leben, ja, und da dieses schön Leben möchte ich mitgestalten und das mache ich seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und möchte ich natürlich auch zukünftig in der Landespolitik machen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass da auch entsprechend der Weg oder der Blick nach Magdeburg offen ist und auch die Möglichkeiten da sind. Und für die Region hier am Geiseltal wünsche ich mir einfach eines, dass nach diesem wirklich schweren Umbruch, den auch viele miterlebt haben hier, wirtschaftlich einfach, also waren viele von betroffen, von dem Niedergang der Braunkohleindustrie und auch der Mineralölindustrie, dass hier jetzt wieder was passiert, dass hier was vorangeht. Ja, und das möchte ich einfach mitgestalten, da möchte ich dabei sein und da freue ich mich jeden Tag drauf. Ja, das ist cool. Und immer mehr Leute gibt es auch, die da eine positive Grundstimmung auch haben, nach dem, was sie dort vor, wie gesagt, vielen Jahrzehnten mittlerweile erlebt haben. Ganz genau. Das ist das, was auch eine Region voranbringt. Genau. Und jetzt ist ja eins wichtig. Die Generation, die jetzt so um die 20, 25 ist, die kennen ja nur diesen großen blauen Flecken. Die kennen ja nicht mehr die Braunkohle. Ich bin 38, ich kenne das noch. Aber jetzt ist eine Generation, die wissen ja gar nicht mehr, wie das alles mal früher war. Und für die ist es ja erstmal spannend, wie die Region sehen, wie die Region aufnehmen. Ja. Und daher, es ist eine tolle Zeit hier und es wird noch eine tolle Zeit werden. Schön. Danke für Ihre Zeit, wirklich. Von Herzen danke. Sehr gern. Cooles Thema, was mir auch auf dem Herzen liegt. Und wie gesagt, alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund in den aktuellen Zeiten, Herr Zikala. Und Sie auch. Für die anstehenden Aufgaben viel Erfolg. Ja. Toi, toi, toi. Ich wünsche Ihnen was. Alles Gute. Ciao. Machen Sie es gut.